Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal haben wir die in meiner Ansicht nach obligatorischen Sniper Elite typische Mission abgeschlossen, in der wir entsandt wurden, um A.H. zu treffen. Das ist jetzt Auslegungssache, wie man diesen Satzbau verstehen will. Großartig drauf eingehen möchte ich jetzt im Nachhinein nicht mehr, weil ich würde mich freuen, wenn wir heute mal den ersten Einblick wagen in die dreiteilige DLC-Kampagne. Todessturm nennt sich diese. Dann schauen wir erstmal, Mission wählen. Runtergehen brauche ich gar nicht. Da haben wir sie. Todessturm. Anfang. Die Alsos-Mission. Ein geheimes Team der Alliierten, das sich mit der Aufdeckung der Atompläne der Nazis befasst, besitzt Informationen, dass die Deutschen ein wichtiges Paket außer Landes bringen wollen. Alsos möchte, dass du den Hafen in Rocca sul Mare, oder wahrscheinlich spricht man es auch anders aus, tief im von den Faschisten kontrollierten Norden Italiens infiltrierst, um das Paket abzufangen und an dich zu bringen. Darüber hinaus wäre ein Ende der Seeblockade des Hafens ein gelungener Streich der Alliierten. Das wollen wir natürlich angehen. Wie gehabt, im authentisch. So, nun denn, kommen wir natürlich erstmal wieder zur bekannten Zusammenstellung, nicht wahr? Und wir hatten ja bei der Festung von Alagra, welche ja ebenfalls im Schnee spielte, den Winterscharfschützen. Und dieses Mal innerhalb dieser Mission, weil ich das Outfit einfach noch geiler finde vom Aussehen her, kommt die weibliche Person dran. Eine erfahrene Partisanen-Scharfschützin mit modifizierter Wintertarnkleidung, gefunden bei gefallenen Zielen. Heißt also, der Anzug selber ist gar nicht aus der Alliierten Masche hergestellt, nein, sondern von den Deutschen. Wo genau dies gefunden wurde, verrät uns der Text nicht. Aber gut, Sniper Elite hat bis jetzt ja noch nicht in Russland gespielt. Vielleicht ein Indikator, wer weiß. Diese Klamotten werden wir jetzt mitnehmen. Und da sie eine Italienerin ist, schauen wir mal, was wir hier an Gewehren mitnehmen können. Prinzipiell wäre eigentlich das Carcano so das Sinnvollste, würde ich jetzt sogar schon tatsächlich sagen. Was ist das hier eigentlich? Nein. Also ich überfliege jetzt hier einfach mal gerade so die rechten Informationsboxen. Nö, ich bin der Meinung tatsächlich, wir werden ja das Carcano als solches. Kommen wir jetzt drauf an. Ja, okay, sehr gut. Es hat die Möglichkeit der unterschiedlichen Skins. Das nehmen wir natürlich nicht. Das ebenfalls nicht. Das auch nicht. Auch nicht. Ja. Es soll ja passen. Das Carcano. Ich bin sogar der Meinung, das hatten wir in der gesamten Kampagne bis jetzt noch kein einziges Mal ausgerüstet. Heißt also, wir ziehen das heute italienisch auf. Da müssen wir erstmal gucken. Die Beretta. Ach so, Moment. Bevor ich das vergesse. Ach so, ja. Auswählen wäre halt auch nicht schlecht. Gut. Wo war sie gerade? Ich glaube, die beiden hier sind.
Die drei sogar. Also wir haben drei unterschiedliche Maschinenpistolen. Wir hätten einmal die Beretta OVP. Die Beretta OVP war eine ab 1918 in Italien entwickelte und produzierte Modifikation der Villa Perosa. Ja, also wer diese Waffe nicht kennt, kleiner Fun Fact am Rande, das war eigentlich eine Maschinenpistole mit zwei Läufen, die ursprünglich als Flugabwehrgeschütz quasi auf Flugzeugen angebracht wurde. Und diese konnte man halt in Battlefield 1 selber quasi als Wachsoldat, also als overpowerter Elite-Soldat quasi auf dem Feld einsammeln. Hatte 25 Schuss pro Stabmagazin, klingt erstmal viel. Für jene Zeit ist es aber gar nicht, weil die Feuerrate war abartig hoch. Ihr ungewöhnliches Aussehen verdankt sie dem an der Oberseite vertikal montierten Magazin sowie einer zylindrischen Abdeckung um das Verschlussgehäuse, um die Waffe zu spannen. Und Leute, ich würde ganz ehrlich sagen, wir nehmen das Ding auch mit. Einfach mal was können. Ja. Klar, sieht verhältnismäßig skurril aus, aber ich finde es cool. Jetzt braucht man natürlich noch eine italienische Pistole. Die Frage ist, welche bietet sich dafür überhaupt? Wahrscheinlich gar keine. Ah doch! Da haben wir sie, die M1934. Das Beretta-Modell 1934 wurde dank seiner Zuverlässigkeit und Robustheit zur Standardfeuerwaffe der italienischen Streitkräfte. Ausgelegt für 9 mm Corto, war es das erfolgreichste Produkt von Beretta im Zweiten Weltkrieg. Nehmen wir mit. Nicht wahr? Ich finde es schade, dass man hier auch die anderen Waffen quasi nicht wie das Hauptgewehr einfärben kann. Aber das macht nichts. Somit haben wir jetzt ein volles Waffenloadout im italienischen Stil. Das Carcano und zweimal Beretta. Typisch für den Spieldurchgang, wir sammeln uns wieder alle Sachen innerhalb der Karte. Oder würde ich mal sagen. Ach so. Auch noch ganz wichtig. Für die, die den vorherigen Part nicht gesehen haben sollten. Die DLC-Missionen sind leider nicht auf Deutsch vertont. Also bringt uns quasi nur der Untertitel was. Das wollte ich nur noch mal eben angemerkt haben und nun schauen wir uns mal die Zwischensequenz an. Italy, 1944. Allied forces move northward through the country, pushing the Nazis and the Italian fascists slowly back. The fighting is brutal and intense. The Allies have launched Operation Strangle in an attempt to sever German supply lines. Following close behind the Allied advance is the Alsace mission, an offshoot of the Manhattan Project. Tasked with finding evidence of the Nazis' atomic bomb program. The harbor at Rocca sul Mare. It's a crucial operation for the Nazis. A means for them to transport men and materials in and out of the country. Alsace have intel the Germans are bringing a critical package in via the port. They need me to find and grab that package. Previous bombing raids encountered stiff resistance. I'll need to find some way of neutralizing the Germans' naval blockade and air defenses so our forces can get through. A tough assignment. But then, I'd expect nothing less.
Alsace mission. The Allied team looking to grab Nazi atomic secrets. Haven't tell that the Nazis are smuggling a crucial package via Rocasul Mirror. Das sind auch schon die Hinweise, die wir brauchen. Und damit erstmal. Ach, sieht doch sehr einladend aus, nicht wahr? Das ist quasi kartentechnisch und vom Design her wie der Hafen oder die Werft von Lorino nur auf Steroide. Weil, ich sag's mal so, gebt euch einfach mal diesen Bereich. Von der Kartengröße mag man jetzt von oben denken, naja, wirklich viel anders ist das jetzt im Vergleich zu anderen Kampagnenmissionen auch nicht. Habe ich damals am Anfang auch gedacht, bis ich dann realisiert habe, shit, da ist ja doch einiges los. Und es ist nicht gerade klein. Also ich sag mal so, alleine das allererste Gebäude hier, diese Lagerhalle. Wie viele Leute da tatsächlich rumgewuselt haben, ich weiß es nicht. Aber ich kann euch eins sagen. Diese Mission, sie mag gerade für diesen Spielstil nicht gerade einladend sein, gebe ich zu. Aber sie ist von den ganzen DLC-Missionen noch die einfachste. Also es wird gestaffelt, es wird wirklich immer härter jetzt. Jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad nochmal richtig an. Was haben wir denn überhaupt für Ziele? Finde das Paket für Alsos, jawohl. Zerstöre die Flax, 0 von 3. Zerstöre die Netzsperre, diese befindet sich hier. Das Tor zum Hafen. Zerstöre das Marinegeschütz. Das Marinegeschütz, das haben wir hier oben. Dieser dicke Kreis. Also quasi dieses, die Festungsgeschütze, die wir auch schon von, was sage ich da, Festungsgeschütze, so hießen die in Battlefield 1, pardon. Ich meine die Schiffsartillerie, die wir auch schon von dem Küstenstandort Magazzino kennen. Dann haben wir noch, ich könnte mir die Logbücher in einem angedockten Schiffe besorgen. Aber aus welchem? Das ist nämlich auch noch so eine Frage. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schiffe. Und irgendwo wird es dann wahrscheinlich sein. Und entsorge den Nazi-Offizier. Ja. Also es geht um Dokumente. Das ist das Paket, was wir sichern müssen. Und wir haben insgesamt auf der Karte 4 Scharfschützen. Ansonsten bleibt die Anzahl der Briefe hauptsächlich identisch. Wir haben ein einziges verschiedenes Dokument weniger als in der vorherigen Mission. Und schauen einfach mal, wie sich das alles entwickelt. Gut. Was ich mir bis heute immer noch sehr gut gemerkt habe, ist folgendes. So, also Nazis anti-submarine net is gonna make an allied landing impossible. Richtig. How to deal with it. Might be worth checking out the destroyers. Ja, das ist die Netzsperre. Diese muss zerstört werden, damit die Alliierten diesen Hafen überhaupt einnehmen können. Und ja, ich kann es mal markieren. Verhindert, dass U-Boote den Hafen erreichen. So ist es. Jetzt frage ich euch eins. Wie bitte kommt man darauf? Der Gute ist knapp 500 Meter weit weg. Und wir haben 500 Meter Reichweite. Das Problem ist, da die letzte Mission die einzige gewesen ist, in der wir komplett überall auf der gesamten Karte, auch wenn es keinen Sinn macht, windstill, also wo wir gar keine Windaktivitäten hatten. Da wäre es verhältnismäßig simpel, aber auf der Karte kannst du es knicken. Hm.
Wir werden uns in aller Ruhe umsehen. Also nicht so gesagt, als wäre das jetzt quasi was Neues. Wir haben Zeit und wir werden diese auch nutzen. Weil wie sonst auch gilt erstmal observieren. Alles markieren, was nicht im Nagelfest ist. Auch wenn ich den Typen erstmal anvisiert habe, quatscht er hier schon was von Dächern. Ja, Junge. Ich will mir doch erstmal die Leute ansehen. Ja. Wo die anderen beiden Steinadler sind, keine Ahnung. Das habe ich leider schon wieder verdrängt und vergessen. Aber den einen, diesen markanten da an seinem Leuchtturm, den habe ich mir gemerkt. Achso, das war sogar schon einer. Der erste, den ich markiert hatte. Mensch, das ging ja schnell. Schon wieder komplett vergessen. Achso, Hallöchen. Tee und Tee. Ja, da. Nochmal bitte. TNT und eine Stolpergradmine. Quatsch. Tellermine. Wo bin ich denn mit meinen Gedanken? Ja, und ähnlich wie in Lorino. Da hat sich gerade mein PC gemeldet. Ähnlich wie in Lorino auch müssen wir hier die Dächer im Auge behalten. Als auch die Türme. Also die Hafenkräne. So, hier ist, denke ich mal, nichts. Können wir ja mal schauen, ob hier unten irgendwas für uns ist. Ich versuche mir halt jetzt auch noch ein bisschen mehr Mühe zu geben. Weil ich wirklich versuchen möchte, nichts auszulassen. Also gerade was hier die Dokumente angeht. Der wurde noch nicht markiert. Was für Kanonen siehst du denn, Alter? Da oben ist ein Bunker, ja. Und mehr sehe ich halt auch nicht. Da ist gerade ordentlich was abgefeuert. Ach, ja, okay, alles klar. Da haben wir das Marinegeschütz. Puh, ja, okay. Die Frage ist, wie können wir das jetzt anstellen, ohne dass wirklich gleich Verdacht geschöpft wird von irgendwem. Gut, der dreht sich um. Ich würde dann einfach mal vorschlagen, wir tapsen mal hier nach oben. In der Hoffnung, nicht gleich dem Erstbesten in die Arme zu laufen. Was auch immer das für ein Geräusch über uns ist. Entweder ist das jemand, der hier durch Zentimeter hohen Schnee stapft, oder es war was anderes. Na, da hat sich gerade was bewegt. Ins Innere. Das sieht doch schon mal nach einem möglichen Kill aus. Nicht ausfallend werden hier.
Das Problem ist halt wirklich diese Lagerhalle, wenn man das geschafft hat, ganz am Anfang schon des Levels, ne? Dann ist das schon ein Trumpf. Was ich auch wirklich begrüße, ist einfach die Tatsache, ne? Dass wir hier die Leute wieder hören können. Das macht mich sowas von unglaublich froh, das glaubt ihr nicht. Ich bin der Meinung, durch das Glas springen, das macht jetzt auch keinen Sinn. Also auf der einen Seite könnte man ja vielleicht davon ausgehen, ja, die KI ist so blöd, weißt du, die merkt gewissermaßen manchmal gar nichts. Und auf der anderen Hand, ja, können sie dich gefühlt durch Wände sehen. Komm, jetzt drehe ich da hinten rum, Junge. Dankeschön. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Hier darf man echt nicht zimperlich sein. Hier musst du echt versuchen, wirklich so schnell wie es geht, irgendwas zu bewegen. Dich selbst, die Feinde, die Feindpositionen, spielt keine Rolle, aber hier echt, also gerade am Anfang der Karte musst du richtig flexibel sein. Gut, es ist bis jetzt noch keiner. Bis jetzt hat noch keiner irgendwen gefunden. Ich will auch nicht nach unten, sonst verpasse ich die Chance, dass hier oben vielleicht noch irgendwer hinkommt. Weil die jetzt hier hinter den Kisten, die dürfen sie auf keinen Fall finden. Ich will nicht noch mehr Leute anlocken. Und ihr habt gesehen, wie viele Platz dazwischen waren. Zwischen dem Kill und dem jeweils nächsten, der da ganz hinten an der anderen Lagerhalle stand. Aber vorerst sieht's gut aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Irgendwen habe ich ja gerade gehört. Ich weiß nur nicht wen. Und ich weiß auch nicht von wo. Aber ich habe ihn gehört. Okay. Die haben keinen gefunden. Das ist sehr gut. Die gehen wieder auf ihre alten Positionen zurück. Der war schon markiert. Da kommt noch einer.
In Ordnung. Heißt also, wir haben hier erstmal die Gefahr einigermaßen eingedämmt. Was ist denn dann hier unten mit unseren Matrosen? Er macht sich bestimmt auch schon Gedanken darüber, dass hier sein Kollege gar nicht mehr zurückgekommen ist. Ich weiß halt auch nicht, ob er jetzt hier noch hinter der Ecke steht oder aber... Ah, okay, gut. Ja, die Frage hat sich ja schon mal geklärt. Dass keiner von rechts auf dem Schiff mit. Nee, sieht gut aus. So, nicht lange schnacken. Dafür hat er ja schon mal die richtigen Klamotten. War wahrscheinlich der, den ich ganz am Anfang nicht mehr bekommen hatte, weil er sich hinter dem hinter einer der Schiffskanonen verpieselt hatte. Ja, des Weiteren sieht es erstmal ruhig aus. In Ordnung. Können wir ja sogar mal den nächsten Schritt wagen. Beziehungsweise so. Oh, Hallöchen. Oh. Unterschallmuni. Das sehe ich natürlich immer gerne. Und dann sogar noch beides. Einmal. Und zweimal. Wunderbar. Ich könnte wetten, hier oben lag nämlich noch irgendwo ein Dokument. Also ich bin mir dann zwar nicht ganz so hundertprozentig sicher wie bei dem Steinadler da hinten, aber ich könnte schwören, dass hier mal was gelegen hat. Oder ich täusche mich einfach. Es ist halt auch lange her, muss ich zugeben. Aber nee. Shit. Ja, der Timer geht, ich weiß. Gut, er hat nichts mitgekriegt. Dementsprechend bleiben wir hier sitzen. Und schauen uns beim nächsten Mal die andere Lagerhalle da hinten an. Die gehört für mich immer noch zum Anfangsbereich. Dieses kleine Stück hier. In Ordnung. Seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall auch, wie sich das hier alles noch entwickelt wird. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Sniper Elite 4.